Ja, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Seelenretter-Adventskalender. Wir haben heute den 16. Dezember, aber eigentlich ist das hier schon, ja, es ist der Höhepunkt unserer 24 Türchen. Wir packen jetzt das Geschenk aus, das Gott dir und mir macht, um das größte Problem, was wir haben mit Gott, nämlich wieder eine Verbindung zu bekommen, zu lösen. Und das hat mit dem Kreuz zu tun. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Da, wo eigentlich jeder wegschaut, da müssen wir hinschauen. Und Gott schaut auch hin. Und wir müssen mal den Atem anhalten, weil dort Jesus unsere Sünden auf dem Holz getragen hat. Was war passiert? Ich möchte das nur ganz kurz machen, um direkt dann auf das Kreuz zu kommen. Jesus war den hohen Priestern und den Schriftgelehrten, politischen und religiösen Führern in Israel ein Dorn im Auge. Und sie wollten ihn loswerden. Sie hatten schon längere Zeit diesen Plan in ihrem Herzen. Und endlich hatten sie in Judas, einem der Jünger von Jesus, jemanden gefunden, der bereit war, Jesus, seinen eigenen Meister, für wenig Geld an sie auszuliefern. Und sie hatten dazu überlegt, mit einer größeren Schar von Soldaten und Dienern Jesus zu begegnen und ihn gefangen zu nehmen. Und so kam es dann letztendlich auch. Erst ein verräterischer Kuss und dann die Festnahme. Und dann ging es weiter, ein ungerechter Gerichtsprozess. Jesus wurde nächtlich verhört. Man hat ihn quasi wegen falscher Zeugenaussagen versucht anzuklagen und als schuldig zu sprechen. Man hat widerwärtige, rohe Gewalt ausgeübt. Man hat ihn gegeißelt. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Er hat wirklich ganz schrecklich entartet ausgesehen. Ja? Sein Gesicht war entstellt. Er hat schreckliche körperliche Schmerzen gehabt. Und dann das Highlight, der Höhepunkt, das Kreuz. Man hat teilweise ihn sein Kreuz selbst tragen lassen, teilweise hat man es für ihn tragen lassen. Und dann ist man dort auf Golgatha angekommen, dieser Schädelstätte. Man legt das Kreuz auf den Boden, nimmt seine Hände, seine Füße, schlägt Nägel durch und dann wird es aufgestellt und er hängt dort nackt entblößt am Kreuz. Aber weißt du, das alleine schafft nicht dieses Problem aus dem Weg, was zwischen dir und dem heiligen und lebendigen Gott und uns Menschen insgesamt ist. Die körperlichen Leiden, die Jesus erlitten hat, die waren schrecklich, die waren unvorstellbar. Die kann ich auch nicht angemessen hier jetzt in dieser Kürze wiedergeben. Aber es ging noch weiter und es kommt ein Leid über Jesus Christus, was eigentlich über dich und mich hätte kommen müssen als gerechte Strafe für deine und meine Sündenschuld und unsere rebellische Existenz gegenüber Gott. Und das möchte ich uns vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Wir lesen in Matthäus 27 von der Kreuzigung und Jesus hing schon 3 Stunden am Kreuz und dann wird es dunkel. Wir lesen, von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagt: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, der einmal gesagt hat, der Vater ist alle Zeit bei mir, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue, der ruft jetzt aus: mein Gott, du hast mich verlassen. Warum ist das der Fall? Was war geschehen? Er hatte doch Gott immer Freude bereitet. Warum wendet sich Gott jetzt von ihm ab? Und weißt du, das hat mit dir zu tun. Das hat mit mir zu tun. In den Augenblicken, wo Gott Jesus verlässt, entströmt der Zorn Gottes über Jesus Christus als gerechtes Gericht, was eigentlich dich und mich hätte erreichen müssen. Und wir lesen in Nahum, einem alttestamentlichen Propheten, was das bedeutet. Dort steht von dem Zorn Gottes: Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Weißt du, was das für ein Leid in der Seele von diesem heiligen, gerechten Menschen und gleichzeitig Gott Jesus gewesen sein muss? Der Zorn Gottes, die Strafe. Man kann wirklich buchstäblich sagen, Jesus Christus hat die Hölle
durchgemacht. Er hat unwahrscheinliche Qualen erlitten. Wir haben in dem Psalm mehrere Verse, die darauf hindeuten, was in seiner Seele wirklich gewesen sein muss. An einer Stelle heißt es: Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen, die Zorneswogen, die Zorneswellen Gottes, dieses Kraftvolle, ist über mich gekommen. An einer anderen Stelle steht es: In die tiefste Grube in Finsternisse legst du mich. Das passiert mit Jesus, das erleidet er. Und das erleidet er für dich und für mich, diese zeitliche Hölle, damit du und ich nicht in diese ewige Hölle kommen müssten. Ja? An einer anderen Stelle heißt es, die Strafe, das war die Strafe, die du und ich verdient hatten, die lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das können die sagen, die an ihn glauben. Und nachdem das passiert ist, ruft Jesus aus: Es ist vollbracht. Er sagt, es ist bezahlt. Er hat sozusagen den Kopf hingehalten. Und jetzt weiß er, Gott hat gesühnt. Die Sünde kann überwunden werden. Diese Kluft zwischen Gott und dem Menschen kann überbrückt werden durch das Kreuz, durch die Strafe, die auf ihn gelegt wurde, damit du und ich nicht von Gott gestraft werden müssen. Darum geht es am Kreuz. Es geht um diese Verurteilung, die Jesus auf sich nimmt, und die Bestrafung, die du und ich eigentlich hätten in Ewigkeit bekommen müssen. Und das ist so wunderbar. Ich kann das auch nicht, das gebe ich wirklich zu, in angemessener Weise beschreiben, was da passiert ist, in seiner Größe und in seiner Breite, in seiner Tiefe. Aber es ist passiert. Ein für alle Mal, ja. Und das hat Gott getan, weil er nicht den Tod des Sünders will. Er will auch nicht dein ewiges Verderben. Er will nicht dein Gericht. Er will nicht, dass du in die Hölle kommst. Er will, dass du verstehst, Jesus starb für dich, und dass du das annimmst und einfach aus Gnade verstehst, dass so der Weg zu Gott wieder frei werden kann und die Rettung geschehen kann durch das Vertrauen, dass Jesus für dich bereits den Kopf hingehalten hat. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, den wunderbarsten Vers vielleicht der Bibel: Gott hat seinen Sohn gegeben, seinen eingeborenen Sohn hat er gegeben, aus Liebe, weil er dich und mich geliebt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Das ist der Sinn von diesem Kreuz, an dem Jesus hing. Und wie genau jetzt dieses Kreuz für dich eine lebensverändernde, für Ewigkeit relevante Bedeutung bekommt, darum soll es dann in den nächsten Botschaften weitergehen.